Hallo Leute, willkommen zu Glorious Gaming und dem Spiel Yakuza Like a Dragon. Ich habe es versprochen, hier werden wir es spielen. Also es gibt Texte, die sind komplett auf Deutsch, gibt es auch auf Englisch. Die Audiosprache habe ich jetzt auf Japanisch gestellt, weil ich früher viele Animes geguckt habe. Und ich bin es halt gewohnt, so japanischen Content mit japanischer Audio zu gucken, auf Japanisch zu gucken und halt mit deutschen Untertiteln, damit ich auch was verstehe. So, hier gibt es VS-Minispiele. Wir fangen ein komplett neues Spiel an. Ich habe es noch gar nicht gezockt. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe ein paar Gameplay-Videos gesehen, natürlich. Es ist ein klassisches JRPG. Ich mache mich mal weg. So. Die Spiel speichert automatisch. JRPG, vielen Dank für die Unterstützung. Studio, hier ist ein Geschenk. Geht aufs Haus, legendärer Verbandskasten. Sehr geil. Ich denke mal, ich mache die Parts auf halbe Stunde. Das ist ein fiktives Werk, da war ein Hinweis. Ich spiele das auf der PlayStation 5. Das ist aber noch nicht das PlayStation 5 Upgrade. Das kommt erst im März. Kapitel 1, Licht und Schatten. Soll ich das euch vorlesen? Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Tu nicht so, als hättest du mein Gesicht vergessen. Du hast in Suruga einen Weber namens Lemon ermordet. Er war mein Vater. Moment. Das bist du? Ich irre auf der Suche nach Rache umher. In vielen Träumen habe ich diese Klinge gezogen. Heute wird mein lebenslanger Rachedurst endlich gestillt. Ruhe! Macht mit ihr, was ihr wollt! Glaubst du, ich würde mich von einer Frau niederstrecken lassen? Ich bin Genji, der Metzger von Edo, im ganzen Land gefürchtet. Du Narr. Ich bin der wahre Genji, Metzger von Edo. Hast du zugesehen? Vater? Wahnsinn! Taro Arayoshi, der Beste in ganz Japan. Masumi. Bist du mit dem Konfetti fertig? Nein. Noch nicht. Dann mach dich endlich ans Werk. Am Morgen brechen wir nach Osaka auf. Nur weil ein paar Leute kommen, hältst du dich für einen Star? Das ist nur Kleingeld. Was ist das für eine Hexe?
Also bild dir bloß nichts darauf ein, du verwöhntes Girl. Glaubst du, ich sehe deinen Blick nicht? Behandelt man so seine Mutter? Oder willst du eine so tiefe Narbe bekommen, dass keine Schminke sie verdecken kann? Das reicht, Yoko. Denkst du etwa, du kannst mir Befehle erteilen? Was glaubst du, wer den Laden hier am Laufen hält? Dora-chan. Sollen wir heute Abend nach Momotachi gehen? Bist du sicher? Wen interessieren die schon? Alles in Ordnung, Masumi? Oh. Vergiss das Konfetti. Das mache ich morgen im Laster. Schauspielern kann ich vielleicht nicht, aber mein Konfetti ist Weltklasse. Also, wie wäre es, wenn wir uns heute Abend mal Yokohama ansehen gehen? Gerne. Okay. Sehr interessanter Anfang. So, da, Masumi. Masumi, hast du dich von deinen Schulfreunden in Yokohama verabschiedet? Ich habe keine Freunde. Wozu denn, wenn man jeden Monat die Schule wechselt? Ach komm schon. Als ich Kind war, haben meine Eltern mich nicht einmal in die Schule gehen lassen. Ich hätte Lust, mir so richtig was zu gönnen. Da, sieh mal, Peking-Ente, die Krönung der chinesischen Küche. Die ganze Ente wird vor dem Kochen in der Sonne getrocknet, das macht die Haut schön knusprig. Aber wenn sie die Krönung der chinesischen Küche ist, ist sie sicher sehr teuer, oder? Ach, keine Sorge, heute ist eine besondere Gelegenheit. Bin nur gespannt, wann die auf Motion Capturing zurückgreifen. Die gehen alle so, als hätten die, weiß ich nicht, Rasierklingen unter den Achseln. Stark. Geiles Essen. Wow, Masumi, bist du nicht schon pappsatt, wenn die Hauptspeise kommt? Das sind nur Appetithappen. Der Star ist noch nicht einmal auf der Bühne. Ja, ich weiß. Ich gehe auf die Toilette, bevor die Peking-Ente kommt. Oh. Papa? Oh shit. Papa? Papa?
Yakuza-Boss geworden, scheinbar. Der letzte Abend im 20. Jahrhundert. Hm? Masumi Arakawa, Patriarch der Arakawa-Familie, Ableger des Tojo-Clans. Und ich kann nur daran denken, was es zum Mittagessen gibt. Hey, Ichi. Ich habe Ichi losgeschickt, Gelder einzutreiben. Yosawa Sawashiro, Captain. An Silvester? In Kamurocho sind Obon und Silvester keine Feiertage. Wenn die Straße nicht schläft, schläft auch das Geld nicht. Die Regeln schreiben sich selbst. Hey, warte doch, verdammt! Damit ich erwischt werde? Dich den Fix weg. Okay, hier übernehme ich jetzt die Steuerung. Mega geil. Wunderschön gemacht. Gauner verfolgen. Ah, der Rausch der Jagd. Führe die eingeblendeten Steuerungseingaben aus, um dein Ziel durch die Stadt zu verfolgen und dabei Hindernisse zu umgehen. Die Distanzanzeige stellt dar, wie weit die Zielperson sich von dir entfernen muss, um zu entkommen. Okay, also ich kann nur links und rechts, glaube ich. Ja, ich kann nur nach links und rechts. Wow! Wie geil ist das denn? Okay. Quicktime Events. Wo ist der denn hin jetzt? Oh nein, was ist denn jetzt los? Okay. Den habe ich abgeschüttelt. Ich glaube nicht. Ist das geil. Mann, Oshio, hast du echt gedacht, du könntest das Zeug ohne die Erlaubnis der Yakuza verkaufen? Es ist nicht illegal. Nur Videos von Tieren beim Ficken. Sieh dir eins an, wenn du es nicht glaubst. Ich glaub dir ja, aber musst du das Zeug deswegen als unzensierte Pornos an Teenager verkaufen? Ach komm schon, Ichiban, tu mir den Gefallen. Wir hatten doch in der Mittelschule so viel Spaß und ich da, schade damit, auch keine deinen Yakuza-Sachen nicht. Und wie du uns schadest. Kids nehmen sich heutzutage echt was raus. Sie werden sich bei der Arakawa-Familie über Betrüger in unserem Bezirk beschweren. Dann leidet unser guter Ruf. Also, rück das Geld raus, das du diesen Teenagern abgenommen hast. Ui. Der traut sich aber was. Alter, hast du vergessen, mit wem du redest? Das sollte ich dich fragen, du beschissener Möchtegern-Gangster. Okay, da geht's los. Hirotaka Ushio. Ja, das Kampfsystem, habe ich ja gesagt, ist JRPG-mäßig. Im Kampf wählst du über das Befehlsmenü in der unteren linken Bildschirmecke aus, welche Aktion du unternimmst. Wähle Angriff, um mit der verfügbaren Waffe anzugreifen. Versuch jetzt, Angriff zu wählen. Angriff. Das ist ein komplett neuer Ansatz der Yakuza-Reihe. Denn vorher waren das so Beat'em-Ups. Wenn du schnell Angriff wählst, bevor ein zu Boden geworfener Gegner wieder aufsteht, verwandelt sich der normale Angriff eines Charakters in einen viel stärkeren Angriff, den sogenannten Gelegenheitsschlag. Gelegenheitsschläge können viel höheren Schaden verursachen als normale Angriffe, also nutze jede Gelegenheit, die du bekommst. Okay. Hey. Die rote Leiste unten rechts auf dem Bildschirm zeigt deine Gesundheit oder TP-Trefferpunkte. Wenn Kazugas TP auf 0 fallen, hast du den Kampf verloren. Du kannst deine Gesundheit durch Gegenstände wieder auffüllen. Warum nicht diese Gelegenheit nutzen, um ein Onigiri-Reisbällchen zu verputzen? Jeder Geschmack ist in Ordnung. Okay.
Wenn du Verteidigen auswählst, verteidigen sich Kasuga oder seine Gruppenmitglieder bis zur nächsten Runde. Dies verringert den erlittenen Schaden und schützt vor Bluten und Betäuben. Weißt du, dass deine Gegner einen mächtigen Angriff plant? Nimm lieber die Deckung hoch. Okay, Kreis gedrückt halten. Damit ist das Tutorial auch schon vorbei. Jetzt wird es Zeit, Ushio eine Lektion zu erteilen. Ach, eine Sache noch. Wenn sich ein Fahrrad oder ein Straßenschild oder etwas ähnliches in der Nähe befindet, dann verwandelt sich ein normaler Angriff in einen Waffenangriff. Du packst den Gegenstand, dann oder trittst ihn manchmal auch, um den Gegner richtig weh zu tun. Das klingt doch gut. Okay. Uiuiuiui, also ich kann mich nicht bewegen im Kampf. Ich kann nur hier... Zack, besiegt. Mega geil. Also es macht auch so Bock. Ich stehe generell eh auf JRPGs, also finde ich das mega geil. Stufenaufstieg. Okay, das ist ein automatischer Stufenaufstieg. Da kann man nicht viel machen. Ichiban Kasuga, Mitglied der Arakawa-Familie. Alles in Ordnung? Mitsuo Yasumuro, Mitglied der Arakawa-Familie. Hey, Mitsu, sieh dir das hier mal an. Wow, der Typ hat echt krass abgesahnt. Ja, er war früher schon richtig gut. Aber gute Arbeit. Wir haben unsere Quote für heute mit einem einzigen Job erfüllt. Was rauchst du denn bitte? Wir geben das den Kids zurück. Nach der ganzen Arbeit? Ja. Warte. Soll ich etwa jeden finden, den der Typ abgezogen hat? Ganz genau. Hör auf zu jammern. Na, wie du willst. Warte mal, Mitsu. Wie schlimm ist es? Der Fixer hat mich überrumpelt. Ja, du hast eine üble Beule. Die ist mir egal. Sieh dir meine Haare an. Ich war gerade erst beim Friseur und die Frisur war super. Geil, okay. Das klingt nicht gut. Muss ich gleich mal gucken, warum The Last of Us Part 2 nicht installiert werden kann. Wahrscheinlich Verbindungsabbruch. So, schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Ja, scheiße, ich hab's verbockt. Ich hab ein paar Schläge ins Gesicht abbekommen. Als wäre das hier anders gewesen. Aniki, du bist Masochist. Masochist? Ich? Ah, verdammt. Du lässt sie immer ein paar Treffer landen, obwohl du den Boden mit ihnen aufwischen könntest. Ich hab dich oft genug kämpfen sehen, um das zu wissen. Ja, stimmt schon. Ziemlich masochistisch, wenn du mich fragst. Außer du hältst dich irgendwie für einen Profi-Wrestler oder sowas. Ich wirke vielleicht echt so, als würde ich auf Schmerzen stehen. Aber das ist es nicht. Ich mache einfach nur, was ein Held machen würde. Ein Held? Ja, Mann. Wenn ich kämpfe, tue ich so, als wäre ich ein Held. Wenn ich mich prügeln muss, fange ich immer an, alles wie in Dragon Quest zu sehen. Fängst du schon wieder mit Dragon Quest an? Was ist denn daran so toll, Aniki? Alles, das Spiel ist super, es macht mich echt unbesiegbar. Ein Held, ernsthaft. Du weißt aber, dass du ein Yakuza bist, oder? In unserer Welt heißt es töten oder getötet werden. Das sagt Captain Sawashiro doch ständig. Der würde dich in Stücke reißen, wenn er dich so reden hören würde. Ich würde mich selber in Stücke reißen, wenn ich nur wegen dem Geldeintreiben einen umbringe. Hey, ich mag dieses Leben mit Arakawa-san und dem Captain. Und sogar mit dir. Das lasse ich mir durch nichts kaputt machen. Ich will einfach nie wieder ganz unten landen. Wieder? Ganz unten war, als du in den Soapland-Büro gehaust und nur Dragon Quest gezockt hast?
Naja, ohne die Zeit damals wäre ich nicht der, der ich heute bin. Das Spiel, das Ichiban Kasuga zum Mann gemacht hat, Arakawa-san hat mich sehr geprägt, aber groß geworden bin ich durch den Mut eines Helden. Das waren also deine Lehrer im Leben, ja? Vielleicht probiere ich Dragon Quest doch mal aus. Mach das, Mann. Aber erst geben wir den Kids das Geld zurück, das er von ihnen abgezockt hat. Oh, stimmt. Okay. Ach, na gut. Ich erstatte den Kids ihr Geld. Danke. Wir treffen uns danach beim Tabakladen. Okay. Der alte Takeo. Wie geht's dir, Mann? Gut, gut. Übrigens, Mama Michio hat nach dir gesucht. Sie wollte, dass du in ihre Bar kommst. Mama Michio? Was will sie denn? Keine Ahnung. Ich bin nur der Bote. Hoffentlich hat sie sich keinen Ärger eingehandelt. Boah, sind die Geschichten lang. Die Flecht ruft. Ja, aber die Geschichten sind schon immer lang gewesen in Yakuza. Und das mit dem Kampfsystem erklärt sich, also wir sehen quasi das, was Ichio gerne hätte. Er wäre gern der Held von Dragon Quest und dementsprechend haben die das Kampfsystem so angepasst. Finde ich mega geile Idee. Cool gemacht. Mal gucken, wie sie die Magie und sowas ist. So, ich bin auch gespannt. Ich habe bis jetzt jeden Yakuza-Teil gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr die Teile kennt. Da sind natürlich viele Sachen drin gewesen, die man in der Open World hier erledigen konnte. Viele Sammelgegenstände, viele verrückte, aber auch witzige Nebengeschichten. Ich bin mal gespannt, was dieser Titel zu bieten hat. So, Kamurocho. Wir sind in Kamurocho. Wie immer. Ich bin nur gespannt. Ich weiß nicht, ob das so wirklich gleich ist, aber so bis jetzt ist hier alles gleich aufgebaut wie die anderen Teile. Mega gut. Ich liebe diese Reihe. Und den Teil habe ich noch nicht gespielt. Ich habe dich schon erwartet. Stoß mit mir an, okay? Es ist Silvester. Ernsthaft? Du hast mich nur für einen Drink hergerufen? Mir ist sonst niemand eingefallen, der sich heute langweilt. Wie bitte? Ich bin mit dem Geldeintreiben beschäftigt. Ach, Geldeintreiben klingt ja irre gefährlich und wichtig. Sei still, du Säuferin! Hey, ich hab schon gesoffen, als du noch nicht einmal ein Gedanke warst. Und sieh mich jetzt an. Immer noch wunderschön. Alter. Streng schimpfen oder helfen? Komm, wir helfen ihr. Red dir das ruhig ein. Deine Leber ist sicher nicht wunderschön. Du säufst dich noch zu Tode. Tut mir leid. Und danke. Ah, Kasugas Persönlichkeit können wir beeinflussen. Kasugas Persönlichkeit kann sich durch sein Verhalten verbessern. Persönlichkeit bezieht sich dabei auf eine Reihe von Eigenschaften, die Kasuga als Person widerspiegeln. Wenn du diese Eigenschaften verbesserst, erhält er eine ganze Reihe von Vorteilen und Boni. Er kann zum Beispiel mehr Einrichtungen nutzen oder gewinnt die Fähigkeit hinzu, mit bestimmten Leuten zu sprechen. Kasugas Persönlichkeit besteht aus den folgenden 6 Eigenschaften. Leidenschaft, Selbstvertrauen, Charisma, Güte, Intelligenz und Stil. Versuche dich an den unterschiedlichsten Aufgaben und mache Kasuga zu einem möglichst guten Mann. Oi, Ichi! Der schon wieder. Michio war total besoffen. Wundert dich das? Ich habe sie seit 20 Jahren nicht nüchtern gesehen.
Sie und die Stadt gehen den Bach runter. Gerade gibt es auch Ärger im Shangri-La. Im Shangri-La? Was ist denn passiert? Keine Ahnung, aber du weißt ja, wie Soaplands sind. Vielleicht ist ein Kunde handgreiflich geworden. Geh lieber mal nachsehen. Wird gemacht. Okay. Ach so, ich vergesse das immer. Auf X draufdrücken und schon rennt der Typ los. Der Ichiban. So, ich bin mal gespannt, auf welche Nebenquests wir hier stoßen. Ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich hier zu erleben mit euch. Da ist das Shangri-La. In ganz großen Lettern. Na, Aichi, perfektes Timing. Wir haben ein riesiges Problem. Was ist denn los? Die Toilette ist verstopft und wir finden einfach keinen Klopper. Ein Klopplopper? Du weißt schon, ein Pimpel, dieses Gummiding zum Klo frei ploppern. Habt ihr einen im Büro? Spinnst du? Die Yakuza sind doch nicht eure Hausmeister. Willst du mich verarschen? Ach, du weißt aber schon noch, wer dich sauber gemacht hat, wenn du in die Hose gemacht hast, oder? Ich war ein Baby. Du hattest bis zur 5. Klasse kleine Unfälle. Halt die Klappe. Da war ich krank und hatte fiesen Durchfall. Ich gehe lieber den blöden Pimpel holen. Die alte Frau am Tabakkiosk hat vielleicht einen. Ach, verdammt. Wird mir, glaube ich, noch öfter passieren, dass ich in die Ego-Perspektive wechsle. Weil ich ständig den Stick reindrücke. Um laufen. Loszulaufen, aber das ist ja die X-Taste. So, mal schauen. Tabakladen. Na los, deine Steuern sind fällig. Was für Steuern? Silvestersteuermann. Tabak- und Alkoholsteuer zahlst du ja auch, oder? Also kostet es auch ein bisschen extra, an Silvester zu feiern. Und warum soll ich sie dann an euch zahlen? Hol einfach deinen scheiß Geldbeutel raus. So eine Scheiße habe ich ja noch nie gehört. Verpisst euch, ihr Arschlöcher. Hä? Wer zur Hölle bist du denn? Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Lass die Leute doch wenigstens zu Silvester in Ruhe. Sorry, aber wir arbeiten auch an den Feiertagen. Wenn du dich also in unsere Geschäfte einmischen willst, mischen wir uns in deine ein. Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Aber wegen Dreckskerlen wie euch hat Kamurocho einen schlechten Ruf und dagegen habe ich was. Für wen hältst du dich? Scheiß drauf, legen wir den Typen um. Bedrohliche Männer. Über den Befehl Skills können diverse Spezialangriffe ausgewählt werden. Es gibt drei Arten von Skills: Angriff, Heilung und Hilfe. Du kannst mit Angriffskills mehrere aufeinanderfolgende Angriffe durchführen, indem du Viereck drückst, wenn du dazu aufgefordert wirst. Drücke im richtigen Moment Dreieck, um den zugefügten Schaden zu steigern. Skills werden mit MP aktiviert, die als grüne Leiste am unteren Bildschirmrand angezeigt werden. Achte daher immer darauf, wie viele MP du noch hast. Okay, Skills. Gelbe Faust. Geballte Faust. Gut. Hooligan wurde betäubt. Auch nicht schlecht. Okay, den mache ich gleich fertig. Oh, daneben. Perfekte Deckung. Drücke gleichzeitig mit gegnerischen Angriffen Kreis, um eine perfekte Deckung auszuführen und den erlittenen Schaden zu senken. Eine perfekte Deckung kann jederzeit ausgeführt werden, solange Kasuga noch steht. Wie verteidigen schützt... diese vor den Statuseffekten bluten und betäuben, setze sie also so oft wie möglich ein. Okay. So, ich muss weiter mit Skills arbeiten. Ja. Oh. Hätte ich mal vorher machen müssen. Mehrfach. Viereck drücken. Okay. Schaden plus. Direkt weg. Oh, geil. Okay. Wow. Sehr cool gemacht. Verdammt, wenn ich dich das nächste Mal sehe, bist du tot. Ich glaube eher nicht. Danke. Ach, kein Stress, Mann. Aber im Ernst, Kamurocho ist zu Silvester gefährlicher als sonst. Alle sind betrunken und wedeln mit ihrem Geld herum. Das ist leichte Beute für Gauner. Also, pass auf dich auf, ja? Mach ich. Vielen Dank.
Ach, ich hol mal lieber den Stößel von der Frau am Tabakkiosk. Stößel? Stöpsel. Ach, schon wieder. Okay. So, Skills, Gegenstände, Smartphone, Teilzeithält, Dragon Card, wie geil. Also die haben hier wahrscheinlich viele Anspielungen auf andere Spiele gemacht, nicht nur Dragon Quest. Wir sind bei einer halben Stunde angelangt und viel länger will ich gar nicht die, die Parts laufen lassen. Ich speichere mal hier ab, denn ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal dazu komme, hier zu spielen. Okay, das ist automatisch speichern. Der hat gerade abgespeichert, als ich die fiesen Kerle besiegt habe. Und wir, ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch gefällt Yakuza. Ich finde das bis jetzt sehr geil. Ich freue mich darauf, das Spiel durchzuspielen und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, Leute. Ciao.